Wir sind hier im Klettgau, ganz im Südwesten von Deutschland, nahe der schweizerischen Grenze. Das hört man wahrscheinlich auch. Und wir haben einen ganz bunten, vielfältigen Betrieb. Wir haben 50 Kühe, eine weite Fruchtfolge auf dem Acker und einen biodiversen Obstbau. Wir sind gerade auf dem Weg, den Hof in die nächste Generation zu führen. Und die ist außerfamiliär. Und um weiterhin zu ermöglichen, eine gute Tierhaltung zu machen, eine weite Fruchtfolge, eine blühende Landschaft, müssen wir eine Möglichkeit finden, das Land frei zu kaufen. Und um das zu ermöglichen, sind wir auf die Kulturland gestoßen. Und die hat uns ermöglicht, Pachtland zu erwerben. Und eins von denen Stücker, da stehen wir davor, das ist das Feld, wo wir die Birne gepflanzt haben. Und da ist es uns möglich, eine Landwirtschaft zu machen, wo vielfältig ist, wo die Landschaft blüht, weil wir den Druck nicht haben, viel Geld zu erwirtschaften, zum Pacht oder Kauf zu ermöglichen. Wir sind als Kulturlandgenossenschaft, eine Gemeinschaft von Biobäuerinnen und Biobauern und Bürgerinnen und Bürgern, die gemeinsam sich die Aufgabe gesetzt haben, Land aus der Spekulation zu befreien. Wir kaufen gemeinsam Land mit dem Geld aller Genossen und verpachten das langfristig zu günstigen, sehr günstigen Bedingungen an die Biobäuerinnen und Bauern und ermöglichen, dass es richtig sorgsam bewirtschaftet wird, so wie es die Natur eben ermöglicht und nicht Maismonokultur und Biogas erzeugt werden muss und so weiter, um hohe Pachtpreise zu ermöglichen, sondern vielfältig, regional eingebunden, sorgsam mit Gemüse, mit Tieren und so weiter, sodass es insgesamt ein harmonisches Ganzes gibt. Man kann sich bei uns beteiligen ab 500 Euro für einen Genossenschaftsanteil. Man kann aber auch ein Vielfaches davon möglich machen. Dann können wir einfach Stück für Stück neues Land eben kaufen und bewirtschaften lassen und damit so richtig dafür sorgen, dass es wirklich behütet ist, dass man behutsam damit umgeht. Für diese Art der Landwirtschaft braucht es eine Gemeinschaft. Es braucht sie. Es braucht dich. 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 Und dich. Wir wünschen uns, dass du mitmachst. Ich möchte euch heute mal sagen, was es für uns bedeutet, dass ihr Kulturlandgenosse seid. Ihr helft uns, unsere Flächen zu sichern. Das würden wir aus eigener Kraft nie schaffen. Ihr helft uns mit eurem Geld, den Hof in die nächste Generation zu führen und zu investieren in einem Maß, das würde mir nie alleine schaffen. Aber es ist noch viel mehr wie euer Geld, was bei uns ankommt, sondern es ist eure Unterstützung. Ihr gebt uns den Mut und die Kraft, ihr tragt uns, dass mir sowas wie das, was dahinter passiert, uns überhaupt traut. Danke dafür. Jetzt heule ich fast.